Herzlich willkommen zu einer ersten Folge in dieser Saison von Towers Family. Und ich habe heute zwei besondere Towers Family Mitglieder bei uns. Timo und Mölli von Tell'em Caps. Ihr seht schon, die beiden sind natürlich sehr gut vorbereitet. Ich natürlich auch. Positivity always wins. Und wer es nicht weiß, die beiden sind ja unser exklusiver Kopfbedeckungspartner. So möchte ich euch eigentlich vorstellen. Und ihr seht, die beiden sind gut vorbereitet. Schön, dass ihr erstmal da seid und euch die Zeit genommen habt. Heute, wir haben ja ein spielfreies Wochenende. Da haben wir uns natürlich überlegt, wer könnte heute zu Gast sein. Ihr seid, beide seid natürlich da, da freuen wir uns sehr. Wie geht's euch denn überhaupt? Erstmal die erste Frage. Sehr gut geht's mir, auch wenn spielfrei ist dieses Wochenende. Ist schön, trotzdem hier zu sein. Ja, vielen Dank für die Einladung. Mölli. Ja, uns geht's wunderbar. Ich denke, trotz Stress und allem drum und dran, freuen wir uns hier zu sein. Sehr schön, wir freuen uns auch und ich muss jetzt erstmal sagen, wir sehen schon Caps hier, wir sehen Beanies, die Leute wissen jede Menge Towers Caps, Playoffs Caps, Enosh Caps hatten wir zu einer Charity Aktion. Wie seid ihr denn eigentlich dazu gekommen, Caps, Mützen und inzwischen auch Streetwear oder Fashion herzustellen? Ihr habt nämlich eigentlich einen anderen Hauptberuf sozusagen. Ja, wir haben das Ganze in Nebentätigkeit gegründet, mit viel Fleiß und Arbeit in den Abendstunden, Nachmittagsstunden. Gemacht haben wir das eigentlich, weil wir beide sehr modeaffin sind, würde ich sagen. Und ich hatte damals, ich erzähle das immer ganz gerne, so eine Miami Dolphins Cap, so eine Oliv war sinnig eher so sehr kitschig grün. Und habe die getragen, ja, wie der Sessel ungefähr, habe die getragen und dann irgendwann kam so die Idee, ich habe glaube ich noch nie ein Spiel von denen gesehen, aber ich fand die Cap halt irgendwie ganz cool und dachte mir, da geht aber noch mehr. Dann ein bisschen überlegt, was könnte man machen, eigene Caps, Headwear und lange nach einer guten Produktion gesucht, die wir dann auch gefunden haben. Und dann haben wir das einfach mal gestartet, so ein bisschen mit unserer Identifikation, Norddeutschland angehaucht, Hamburg, Anker mit ins Logo genommen. Und so ist das Ganze dann entstanden, genau. Und du bist so ein bisschen das Fashion Brain, möchte ich sagen, oder? Dein Hintergrund passt dazu ja ganz gut. Ja, mehr oder weniger, genau. Mein Studium zum Mode- und Textilmanager. Es war schon immer so, dass ich einfach modisch sehr affin war und immer mich informiert habe über irgendwelche Drops oder sonst was. Und so passte das auch gut mit uns zusammen. Und deswegen bin ich so eher noch mehr der kreative Part von uns beiden. Toll. Schön, ihr seid auch schon lange befreundet, kann das sein, oder? Sehr, sehr lange, ja. Ja, es wirkt so. Sehr, sehr lange. Ja. Sehr gut. Ja, ich glaube 7, 8 irgendwie so. Schön. Beim Fußball. Beim Fußball. Nicht beim Basketball. Beim Basketball, genau. Sehr gut. Ihr seid ja auch schon echt lange dabei, jetzt das fünfte Jahr. Habt ihr denn einen besonderen Towers-Moment, der euch durch das Leben prägt und emotional bewegt jedes Mal? Fällt mir natürlich der Moment der Dreier von Kova ein, der Buzzerbeater. Das war schon heftig in der Halle, auch mit dem Comeback. Ich weiß gar nicht mehr, welche Saison, letzte Saison, vorletzte? Vorletzte. Das war schon cool. Vor allem, weil ich auch, ich bin dann so emotional, ich kann mich da nicht zurückhalten. Ich saß Courtside und ich glaube, ich stand direkt neben dem Schiedsrichter auf dem Feld nach dem Dreier. Hamburg 1 müsste das auch irgendwie noch aufgenommen haben. Ich glaube auch, wir haben da per Instagram Story auf jeden Fall auch noch eine aus der ersten Sicht, also erste View auf jeden Fall noch einen schönen Spot von dir. Was war denn dein schönster Towers-Moment? Das war auf jeden Fall das Halbfinale letzte Saison, wo die Towers hier zu Hause gewonnen haben und ich saß unten mit Timo und ich glaube, ich bin auch so einfach, ich komme total mit, wenn was abgeht unten und das war total euphorisch und total mit der beste Moment hier. Ja, glaube ich. Also man sieht auch, ich sehe euch auch mal unten sitzen. Ihr seid auf jeden Fall immer ganz laut mit dabei und das freut uns natürlich auch. So, jetzt habe ich gesagt 2019, ihr seid schon lange dabei. Caps und Beanies haben wir schon viel gesehen. Fashion noch nicht so viel. Einige Sachen kennen wir natürlich schon. Aber ihr habt auch noch was Neues geplant. November, ich glaube am 16. gibt es einen Release. Ich habe gestern bei Instagram gesehen. Wecker stellen, 12 Uhr. Ich habe gesehen, gestern Abend war großes Shooting bei Instagram. Was wird denn gedroppt und worauf können wir uns freuen?
Also wir haben ja eigentlich Tellem Caps für Headwear gegründet, haben aber auch immer, also wir sind im engen Austausch mit unseren Supportern, also mit unseren Kunden, wir nennen sie gerne Supporter, weil wir es wirklich sehr wertschätzen. Und es kam auch immer mal so die Frage nach dem Hoodie, so wie ich ihn gerade trage zum Beispiel, nach dem Shirt. Ja, gibt es auch bald. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, was können wir denn da machen, wie können wir das auch authentisch rüberbringen. Und zudem kam dann noch auch die Frage, weil viele die Qualität schätzen, weil wir keine Rohlinge irgendwie billig besticken lassen oder so, sondern jede Cap wird genauso produziert, wie wir sie wollen. Also wenn wir hier die Crown einen Zentimeter tiefer haben wollen, dann wird das auch so gemacht, weil wir das entscheiden können und keinen schwarzen Cap-Rolling nehmen. Und viele haben dann auch gesagt, ey, die Qualität ist so gut, so cool, mach doch auch mal irgendwie was in die Richtung Lifestyle mit anderen Motiven. Und das haben wir so kombiniert und haben gesagt, okay, komm, lass uns doch auch nochmal neben der Anker-Kategorie, die unsere Identifikation ist und auch immer bestehen bleiben wird, auch so eine Lifestyle-Kategorie machen. Und da kam dann Möllis Part, der, wie gesagt, fashionmäßig sehr gut unterwegs ist, der gesagt hat, ey, guck mal, ich habe die Idee, die Inspiration, lass uns da mal was gestalten, wo wir eine Cap rausbringen und zu der Cap auch Bekleidung droppen. Und das ist so der Hintergrund von dem Drop, der jetzt am 16.11. um 12 Uhr in unserem Online-Shop stattfindet. Und wir sind gespannt. Die Sachen sind limitiert, das ist auch nochmal so eine Sache, die wir neu machen. Wenn die ausverkauft sind, dann sind die weg. So wollen wir ein bisschen die Besonderheit in dem Bereich auch schaffen. Ja. Und Mölli, du hast ja jetzt schon etwas aus der Kollektion an, würde ich sagen, oder? Das ist so ein bisschen Car Racing angehaucht, ne? Wie kam das zustande? Du sagst es, das Thema ist Racing und ich finde es halt immer mega interessant, wenn man sich in andere Lifestyles einfach auch mit rein verfasst und so sieht, wie es da im Hintergrund manchmal abläuft. Und das war für uns einfach so auch die Inspiration, um unserem Supportern, wie Timo gerne sagt, wie wir gerne sagen, einfach diesen Lifestyle zu prägen und auch mal vielleicht als, wie wäre es als Rennfahrer, und wir finden diesen Gedanken, dieses Gefühl einfach sehr, sehr inspirierend und deswegen ist diese Lifestyle sehr interessant für uns. Sehr schön. Am 16.11., das merken wir uns, können wir uns gut merken, denn da ist unser nächstes Heimspiel gegen Göttingen. Genau. Morgen ist der Release. Vielleicht wird ein guter Tag, genau, wird ein guter Tag. Damit ihr aber eventuell auch mit einer neuen Cap zum Spiel kommen könnt, haben die Jungs sich noch was überlegt. Sie haben auch schon ein bisschen geübt. Es ist, glaube ich, gar nicht so einfach, aber ich... Fünfmal probiert, es hat noch nicht einmal geklappt. Genau, unser Set ist ja heute ein bisschen anders aufgebaut. Wir haben hier einen kleinen Korb und Timo hat auch schon den Ball in der Hand. Wir sagen, ihr habt one try. Ja, okay. Und wenn die beiden treffen, dann habt ihr die Chance, 15%, genau, 15% auf eure Bestellung im Online-Shop zu bekommen. Also Jungs, strengt euch an. Habt ihr so einen Trommelwirbel? Okay, seid ihr bereit? Genau. Also, haut rein, Jungs. Oh! Sehr gut. Teamarbeit finde ich sehr schön. Und an dieser Stelle wird eingeblendet der Code, den ihr im Online-Shop von Tellem einsetzen könnt. Viel Spaß beim Shoppen. Jungs, ich danke euch, dass ihr da wart. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, gerne, gerne. Gerne wieder. Und genau, wir sehen uns. Jetzt haben wir erstmal spielfrei. Auch mal schön. Wir werden natürlich den Sport vermissen. Aber so habt ihr Zeit, einmal im Online-Shop zu schauen und auch mal die Prozente klar zu machen. Wir sehen uns beim Spiel. Wir sehen uns wahrscheinlich nächste Woche bei einer Folge Inside the Team. Und bis dahin sagen wir ciao, ciao. Ciao.